So, meine Lieben, ich melde mich jetzt zum dritten und letzten Mal von dieser Aufnahmesession. Heißt ja, ne, alle guten Dinge sind drei, und nachdem die ersten zwei so derart schlecht verlaufen sind, kann das jetzt nur ein wunderbarer Run werden mit den besten Items, mit 12.000 Herzen und generell halt unbesiegbar halt, ne? Geht gar nicht anders. Von daher, ich bin sehr gespannt, ich wünsche euch viel Spaß dabei und bitte, bitte lass es nicht Eve zum Beispiel sein. Oh Gott, drei Fragezeichen. Auch nicht viel besser. Auch nicht viel besser. Aber okay. Challenge accepted. Achso, ich dachte, das wäre ein Feuer, aber der hat ja Feuer am Kopf. Ich wollte ihm den Weg eigentlich frei machen und habe dann erst gesehen, oh, das ist ja er selbst, der da brennt. Na gut. Ja, also drei Fragezeichen ist auch, puh. Kann gut laufen, kann aber auch so richtig, richtig, richtig schlecht sein. Schauen wir mal, ne? Ah, gleich zwei große Räume zu Beginn, das ist natürlich auch super. Hier hat es einen Tint. Wow! What? Und da war schon ein Herz weg. Ein ganzes. Weil ein beschissener Scheiß-Champion. Ja, ich kann. Stimmt, ich kann ja. Ne? Hier, nur blau. Und selbst wenn ich einen HP abkriege, kriege ich ja nur blau. Deshalb, also ich finde. Drei Fragezeichen finde ich schon ziemlich. Challenging. Und ich, also das ist echt der einzige Charakter, mit dem ich es mir so von Beginn an wünsche, dass ich hier Dark Bum kriege. Also diesen komischen Typen, der da rote Herzen einsammelt und dafür blaue ausspuckt. Mhm. Hat es jetzt auch voll gebracht, dieser Geheimraum. Aber gut. Wenn ich schon die Karte habe, dann nehme ich sie natürlich auch her. Ach, jetzt kann ich natürlich nur unten raus oder was. Ach so, deshalb, ja, okay, verstehe ich. Ah, oh, danke schön. Moment mal, war da nicht noch einer? Stimmt, ja, dann war das doch ein super Geheimraum. Ich hatte keine Bomben. Muss nochmal zurück. Candy, kannst du aufhören zu tippen? da war doch. In dem Großen da, oder? Ja, gut. Sehr schön. Ah, okay, wenigstens gesundheitlich sieht es nicht mehr so schlecht aus. Ach, Kenny, du möchtest wahrscheinlich den Seed haben, oder? Hast du überhaupt drei Fragezeichen? Ja, doch. Ach, und übrigens nicht auf dem Speicherstand spielen, wo wir beide, ne, nochmal neu begonnen haben. Nochmal so dazu gesagt. So. Okay. Oben links, viel Spaß dabei. Und nochmal ein blaues Herz. Oh. Nice. Das ist natürlich auch ein super Gegenstand für drei Fragezeichen. Das ist natürlich auch ein super Gegenstand. Komm schon. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum. Achso, nee, ich habe ja noch einen Raum. Ups. Achso, ja. Hm. Dann gehen wir jetzt zum, na, Boss. Schauen wir mal. Ich tippe auf Famine. Oder auf Little Horn. Ja, okay. Ist ein sehr beliebter erster Boss. Also beliebt vom Spiel. Ich mag ihn ja überhaupt nicht. Nicht, weil er jetzt so extrem fordernd wäre, sondern einfach, weil ich die Belohnung nicht mag. Denn ohne Book of Revelations finde ich das jetzt nicht so toll, sage ich jetzt mal. Oh, hör doch mal auf, deine beschissenen, blöden Fliegen zu spawnen. Oh, wir haben ihn erst zur Hälfte runter. Oh, jetzt wäre ich beinahe reingelaufen. Ja, selbiges galt für hier. Ja, also wie gesagt, wirklich herausfordernd ist er ja nicht, aber ich hätte halt gerne irgendwie Range up, Tears up, Damage up oder was auch immer, aber nicht hier, genau. Das meine ich. Das will ich nicht. Das mag ich nicht. Na gut, egal. Wenigstens kriegen wir jetzt ein Herz. Sehr schön. Arcade Room. Kommen wir vielleicht später nochmal darauf zurück. Schauen wir mal. So. Okay. Spinnen.
Liebe Spinnen. Not. Okay, nochmal eine Münze. Kleiner Raum. Oh. Ist halt auch jetzt eine Frage. Also ich rede jetzt gar nicht von der Kiste. Die lasse ich jetzt mal außen vor, weil ich noch nicht in den Itemraum. Aber gehe ich da jetzt rein? Ich habe das Gefühl, die sind schlechter geworden. Seit Rebirth. Vielleicht sollte ich mal echt aufhören, da reinzugehen. Okay, ich habe jetzt so gesehen nicht wirklich was verloren, aber ich hatte ja natürlich auf Dingens gehofft. Auf eine rote Kiste und dann zum Satan und einen guten Deal, vielleicht mit Brimstone oder so. Naja, ich meine, man darf ja wohl träumen. Man darf ja wohl träumen. Nein, 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 nein. Ja, nee, kommt mal. Genau, danke. Das sind halt so Sachen, wo ich mich frage, ist die KI echt so... Oder bleibt die da einfach an Ecken hängen? Weil manchmal habe ich echt das Gefühl, die machen das extra. Dass die da hinter irgendeiner Ecke hängen bleiben. So nach dem Motto, nee, nee, du komm mal schön zu mir. Ist nämlich für mich einfacher. Ja, das sehe ich auch so. Komm du jetzt hier. Komm her da. Kommst du her? Du. Ich habe Zeit. Geht doch. Vielleicht ist es nur so, wenn man die Tränen verschießt. Dass die dann echt so ein bisschen... Ach, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung von KI. Verdammt nochmal. Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. So. Aber ich habe schon... gut, okay, ist jetzt die zweite Ebene. Ja, das heißt, ich kann noch gar nicht wirklich sagen, was ich gerade sagen wollte. Aber so vom Gefühl her dürfte heute echt der Tag der seltenen Damage-Up-Dinger sein. Aber gut, vielleicht straft mich der Itemraum ja gleich mal Lügen. Ach, bin ich wieder mal Curse of... Natürlich. Natürlich. Ach, jetzt habe ich auch drei Schlüssel, das heißt... Okay. Gut. Gut, 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 gut. Ja, okay. Der Raum ist noch akzeptabel. Sag ich mal, es geht noch. Okay, ja gut, das ist halt schon ein Vorteil vom Cube of Meat, also den ich da um mich rumschwirren habe. Weil wenn ein Gegner da reinläuft, dann tut das gut Aua. Ja, der Gegenstand erhöht zwar nicht meinen Schaden, aber ist trotzdem gut. Flaming Tears, genau. Da können jetzt nämlich auch Explosionen entstehen und die machen dann gut Schaden. So, jetzt hoffe ich auf eine Batterie. Jawohl. Gut. Aber... Achso, nee. Moment. Das wird aufgerundet. Das heißt, die kostet 3, wenn ich jetzt Steam Sale kaufe. Aber ich habe eine Bombe. Die mir natürlich genau jetzt nichts gebracht hat. Muss ich kurz mal ein bisschen cheaten hier. Tut mir leid. So. Genau. Gut. Dann schauen wir mal, wen wir... Moment mal. Hey, wo bin ich denn jetzt? Oh Mann, ich hasse Curse of the Maze. Könnte natürlich hier ein Geheimraum sein, aber ich kann das so schlecht... Bei großen Räumen kann ich das so schlecht abschätzen. Hier? Ach, dann halt nicht. Was soll's. Wir gehen zum Boss. Sofern das Spiel mich lässt und ich wieder jetzt tausendmal zurücksetze, irgendwo in einen anderen Raum. Ja... Erstes Mal? Okay, gut. Immerhin. Oh, hallo. Ja, ist okay. Gibt Schlimmeres. Es wäre halt schön, wenn das Feuerdings mal... Ja, genau. Ja. Ist aber auch eine sehr gefährliche Sache, weil wenn ich zu nah dran stehe, das ist, wirkt ja wie eine Explosion. Also das Feuer selbst tut mir nichts. Aber wenn das gerade explodiert, während ich nah dran stehe, dann, ja, tut weh, ne? So. Also, das hier ist definitiv Damage Up. Aber dafür 3 blaue Herzen. Schweren Herzens. Ach, wenigstens ein blaues habe ich noch bekommen. Na gut. Naja, war es überschaubar. Also, das war schon ein hoher Preis für einen Strich mehr Damage oder 2. Ich weiß nicht, 1 glaube ich nur.
Das war schon ein hoher Preis, aber okay. Ich bin halt eine kleine Damage-Hure. Ich gebe es ja zu. So. Ach stimmt, die Gegner brennen ja auch ein bisschen. So gesehen. Sowieso gut. Oh, hallo. Nee, so viel Geld habe ich auch jetzt gar nicht. Das heißt, können wir später mal gucken. Burn, burn, burn. Ja, nix. Klappe. So. Homing Bombs, oder? Ja. Ja. Naja. Achso, ja. Nee, nicht gut, nicht schlecht. Also, ja, so mittelprächtig. Sagen wir es mal so. So mittelprächtig. So. Dann, hä? Dankeschön. Ich habe jetzt 9 Münzen. Da geht noch was. Okay. Okay. Moment mal. Run, run, run! Hie! Nein! Nein, ich wäre doch stehen geblieben. Ich glaube, das hätte mir gar nichts getan, wenn ich stehen geblieben wäre. Scheiße. Dankeschön. Das heißt, ich habe wenigstens das Herz wieder reinbekommen. Ich wollte nämlich ja auch schon trotzdem hier rein. Ich kann es halt... Oh, ich wollte auch sagen, ich kann es nicht lassen. Ich kann es nicht lassen. Wieso lasse ich es nicht? Wieso denn? Wieso lasse ich es nicht? Wegen einem beschissenen Schlüssel. Nein, komm. Jetzt, komm her, danke. Oh, du lebst immer noch. Achso, okay. Dacht schon. Definitiv gehe ich da rein. Super. Boah, wenn ich jetzt Dingens hätte hier. Dark Bam. Wo bist du nur, wenn man dich braucht? Du Arsch. Oh, ich bleib lieber mal stehen. Achso, okay, das wäre locker. Achso, Quatsch, ich habe den Knopf gedrückt. Mein Gott, das irritiert mich dann immer so. Die kommen ja gar nicht mehr raus. okay. Ist die Frage, gehe ich jetzt... Eigentlich möchte ich in den Shop, glaube ich. Ich glaube, ich möchte in den Shop. Doch, ja. Okay, Batterie hat es leider keine. Aber ich sehe hier einen Gegenstand, den ich noch nicht kenne. Das heißt... Ach, das... Ach, doch! Schön! Ja, cool! Das sollte mir zumindest helfen, wenn ich mal wieder Curse of Darkness oder so irgendwie Intus habe. Ja gut, aber das bringt mir ja nichts. Naja, gut. Vielleicht ist da das ein oder andere blaue Herz drin. Danke. Naja, super. Ja! Das war der beste Satansraum ever. Vielen Dank. Oh, ist schon krass hell jetzt mit dem Nachtlicht, aber ich finde das super. Das passt schon. Zumal ein bisschen leuchte ich ja auch von den Flaming Tears, das heißt, schlägt sich ja auch nochmal ein bisschen nieder. Aber wie gesagt, das passt schon. Was haben wir denn hier eigentlich? Oh! Ich wollte gerade sagen, das gibt mir nämlich blaue Herzen, sonst hätte ich das jetzt gar nicht genommen. Aber dadurch, dass ich jetzt... Das mit dem Licht irritiert mich jetzt sogar eher als sonst was. Aber das passt schon. Okay. Er hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Definitiv. Wurde der jetzt verlangsamt, das weiß ich. Ah, nein, nein, mit dem letzten Ding ist noch eingelaufen. Schade. Schade. Okay, jetzt gehe ich noch zum... Ach so, nee, Quatsch. Ich habe ja gar keine Kohle mehr. Stimmt. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr zum Bettler. Ich hätte ihn zwar jetzt noch sprengen können, aber ich glaube... Was zum Geier slowt denn... Also, das verstehe ich gerade nicht so ganz. Habe ich da irgendeinen Effekt?
Boah, diese verdammten verkackten Augen, ey. Das ist echt. Die sind aber Bewegungsdinges. Das kannst du mir sonst was erzählen? Die laufen dir im Grunde fast schon hinterher. Damage Up ist gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich habe ein paar Bomben. Wisst ihr was? Ich werde jetzt echt mal suchen nach den Geheimräumen. Da kann er schon mal nicht sein. Da auf der anderen Seite auch nicht. Das ist schon mal gut. hier könnte es sein. Gut. Oh. Oh. Die Bibel. Puh. Das ist jetzt tatsächlich, das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Wo bin ich denn jetzt? Caves 1? Also ja, Katakomben 1. Boah, nehme ich jetzt die Bibel oder... Ach, wisst ihr was? Entweder schaffe ich es auch so, oder ich schaffe es halt nicht. Ich lasse jetzt tatsächlich liegen. Ich habe schon so oft einen Run aufgenommen, bei dem ich dann einfach mit der Bibel-Mom irgendwie so weggeknipst habe. Nee, das muss ja nicht sein. Mhm. Sogar den zweiten gefunden. Sehr schön. Ah, Trinket. Ah, ich habe kein Geld. Na gut. Pech gehabt. So. Okay. Ah, das war jetzt schon verlockend, aber wie gesagt. Jedes Mal ein Herz zu kriegen, hat ja auch was. Ja, genau das. So. Ui. Komm schon, komm schon. Okay. Gut. Ich glaube, das Nachtlicht haben sie echt extra für mich gemacht. Wobei, ich habe da im Forum habe ich gar nichts geschrieben. Also, das heißt... Oh. Wenn ich jetzt wüsste, ob mir bei 3 Fragezeichen auch alle Herzen bis auf 1 genommen werden. Weil wenn ja, dann habe ich jetzt gelitten. Scheibenhonig. Shit. Ich dachte, das könnte man anders handhaben. Offensichtlich nicht. Ja, es könnte erst ganz schnell vorbei sein. Alter. Oh no. Ja, warum? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Weswegen? Was? Oh. Ja, super, ist klar. Jetzt sind die. Ich glaube, jetzt hat das System gegriffen mit. Was ich auch meinte hier. Wenn ich zu nah dran stehe, dann werde ich halt selbst verletzt. Ja, super, jetzt ist natürlich auch das. Oh. Ui. Das war so ein Fehler. Moment mal, ich muss jetzt irgendwie noch einen Raum mit einem halben Herzen überstehen. Aber es hat nur noch den großen... Aber ich muss irgendwie... Du Scheiße. Nein. Ja. Explosion. Komm schon. Ah! Oh, hell yeah. So, und jetzt nehme ich zurück. Und die Batterie ansammeln. Die Batterie. Damit ich wenigstens irgendwie wieder 1,5 Herzen habe. Boah. Junge. Puh. Das ist jetzt echt ein Tanz auf der Rasierklinge. Ist hier ein... Ah, schade. Vielleicht hier? Okay. Danke. Super. Ein Traum. Okay. Ja gut. Da liegt noch irgendwo ein Schlüssel rum, offensichtlich.
Ah ja, hier. Ja, es war halt echt doof. Das war echt doof. Ich hätte die scheiß Katze gar nicht anrühren sollen. Aber ja. Ich bin das so gierig manchmal. Selten, dass ich da mal die Vernunft weilen lasse und sage, ja, nee. Scheiße. Mo. Ach, okay, ist ein Anzeigef. Alter, ich dachte gerade, wollte mich jetzt völlig verarschen. Ich werde jetzt ausgetickt, ne? Das könnte man glauben. Boah. Ich frage mich immer noch, wo ich den Slow-Effekt mir geholt habe. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Slow-Effekt ist... Ach, ist es vielleicht das Nachtlicht? Tatsache, es ist das Licht. Das ist ja cool. Ist ja cool. Ich dachte, das würde echt nur im Weg leuchten, aber das, oh, das ist sehr fein. Das ist ja sehr fein. Toxic. Oh Gott, aber so langsam. Blaues Herz, na. Boah, wie langsam ist denn das jetzt? Das ist der Champion Belt. Mehr Damage, aber auch Challenge Up. Was natürlich in meiner Situation mit 1,5 Herzen das cleverste ist, was ich überhaupt machen kann. Na gut. Moment mal, vielleicht habe ich mit der. Ah, ich habe nur noch eine Münze. Ja, Moment, die kann ich aber dann auch hier reinpacken, ne? So. Okay. Also, ich glaube, das war jetzt eigentlich echt doof. Und das mit Toxic Tears ist jetzt auch nicht so fein, weil ich eben jetzt weniger Range und langsam auch noch schieße. Zumindest habe ich das Gefühl. Doch, doch, das ist... Boah, aber die Range ist ja... Alter! Das heißt, ich muss ganz nah ran an den Boss. Was mit 1,5 Herzen, wie gesagt, ja. Perfekt. Au! Ach, fick dich doch. Ja, und vom Schaden merke ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich viel. Oder treffe ich die ganze Zeit gar nicht? Treff die doch. Ich kann auch nicht zu, ich kann nicht so nah ran. Weil, wenn ich nah rangehe, dann... Ne? Hilfe. Vor allem, wenn ich... Komm schon. Boah, ich treff nix. Oh, Gott sei Dank. Weil, wenn ich jetzt gestorben wäre, ich hätte halt wieder von... Oh, danke schön. Vom Beginn weg. Ja, das gefällt... Ich mach doch nicht so viel... Ich mach doch nicht 5 Striche Schaden. Das hat doch ewiges gedauert. Naja. Boah, nicht mal mehr einen Raum. Wobei, ich könnte natürlich jetzt noch bescheuert sein, und das bin ich jetzt auch. Wenn ich nämlich jetzt in den Challenge-Raum gehe, wenn er offen ist, sollte er eigentlich sein, da ich ja kein rotes Herz habe. Ach so, ja, ich muss mal die normale Route gehen. Ja, mach ich jetzt nicht, weil das zählt dann als Raum. Was, warum denn ein Boss? Seid ihr bescheuert, Leute? Warum denn jetzt ein Boss hier? Also echt mal jetzt, warum ein Boss? Ja, so bringt mir das jetzt wahrscheinlich gar nichts. Weil ich wahrscheinlich Schaden nehme. Ja, genau! Ja, ist okay. Ist okay. Wow. Die Idee ist natürlich jetzt extrem aufgegangen. Super. Ihr Arschgeigen. Also das Spiel. Das kann doch nicht sein. Ich dachte mir so, ja, normale Gegner. Zählt als Raum. Kann ich schön die Karte verwenden. Kann mir noch ein Herz holen. Meine Fresse. Goddammit. Gottverdammt nochmal. Aber gut. Selbst angebrockt, ne? Ich kann nicht meckern. Darf ich nicht, zumindest. Ja, wenigstens habe ich echt diesen Slow-Effekt von der Nachtleuchte hier. Finde ich super. Ja, da sollte ich jetzt eigentlich wahrscheinlich nicht unbedingt reingehen. Ich habe nicht mal einen Trinket, dann kann ich das aufnehmen.
Ich weiß nicht mehr genau, was es macht. Ich glaube, ich kriege mehr Bomben dadurch. Ja, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich bin bescheuert, aber nicht völlig verrückt. Okay, ich muss echt darauf achten. Ich muss die total, ich muss die immer anleuchten. Immer die Gegner anleuchten. Ah, du schon wieder. Du beschissenes Schwein. Du blödes Schwein. Ja, super. Krieg ich Kohle, wenn ich verletzt werde. Juhu. Das ist genau das Letzte, was ich jetzt irgendwie brauchen würde. Fucking hell. Dankeschön, nicht mal... Oh, Mann! Fortuna, wo bist du, wenn man dich braucht? Naja, das war auch wieder doof. Da habe ich mich, glaube ich, auch wieder selbst verletzt mit der eigenen Flamme. Wie ich es hasse. So. Aber wie gesagt, ich habe mir das halt vor allem mit der Katze, mit den neuen Leben, habe ich mir halt echt selbst eingebrockt. Es würde jetzt trotzdem um einiges besser aussehen, wenn das eben nicht wäre. So, vielleicht habe ich ja jetzt mal Glück. Immerhin. Dankeschön. Also bei normalen Gegner macht das echt viel Schaden. Oh Mann! Das darf doch nicht wahr sein! Ich hätte so dringend einen Shop benötigt. Mit einer Batterie zum Beispiel. Oder mit... einem blauen Herzen. Aber nein, natürlich nicht. Chariot, ja, schön, super. Ist zwar nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht das, was ich brauchen würde. Ach, jetzt merke ich jetzt erst, die Lampe, die steuert sich von der Richtung her nur mit dem linken, also mit dem Bewegungsstick. Ich dachte, es würde mit den Tränen mitgehen. Nee, nee. Ah, okay, alles klar. Alles klar. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Oh, ja, genau, und auf einem, ja, genau, auf dem... Auf 2 Quadratmeter. Sicher. Danke. Mach das. Okay, 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 okay. Komm. Nein. Nein. Alter. Boah. Also wie lange ich jetzt schon so, also immer an der Grenze zum Fail schramme, ist unglaublich. Unglaublich.